Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Train Symbol 4. Und zwar haben wir das Add-on Rosenheim Salzburg. Und wir machen mal das Szenario: Ich bin kein Mechaniker, und wir schauen mal, was auf uns zukommt. Und ja, wir fahren die Baureihe 111, wie wir sehen. Und genau, wir sagen, schwingen wir uns mal rein. Ich hoffe, performance-technisch ist das alles gut. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie man das Ding zu fahren bekommt, aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Okay, hier kann man schon gar nicht mehr. Finde ich auch schade, dass man irgendwie nicht mehr hinten in die Loks rein kann. Aber gut, ist halt so. So, hier haben wir unseren schönen Führerstand. Sieht doch sehr geil aus, ey, muss man mal sagen. Ich würde mal schnell von draußen ein Foto machen als Thumbnail. Das sind wir mal aufstellen. Ne, Matrix. Der. Weiß. Alter, wirklich. So, ja. So, Screenshot haben wir gemacht. Nach Traunsteinfarm und so. Sehr interessant. Ja, gut, alles klar. Scheint zu diesem Zug umherrschen könnte. So, müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier machen müssen. Ich habe mir schon mal ein Video angeguckt. Achso, huch. Setzen Sie den Richtungshebel auf 1. Ach, das ist Tür. Ach, hier ist der Richtungswender. Auch vorwärts das Ding. Setzen Sie den Richtungsschalter auf neutral. Oh ja, der rauscht ja auch durch, der Güterzug. So, stellen Sie Bremsschlüssel auf 1. Das kennen wir ja schon alles. Das ist eigentlich immer alles relativ ähnlich gemacht, sage ich mal. Ja, mal Führerbremse und einmal dynamische, also die elektrische ist das. Das ist für die Bremse richtig. So, Zugspitzensignale. Schauen wir mal, wo das hier sein soll. Zugbeleuchtung machen wir an. Das ist Sand, ja. Mal gucken, wie hier Zugbeleuchtung ist. Das müsste aber eigentlich irgendwo hier. Irgendwo hier sein, da rechts. Auch Spitzensignale. Stellen Sie den Haupt- und Instrumentenbeleuchtung ein. Haben wir mit ihm mal schnell gemacht. So, jetzt haben wir Tune Wheel. Das war, glaube ich, mit Z rechts. Alter, jetzt bin ich erschrocken. Das war die blöde Scheißbatterie. Ist die aus oder was? Oh, Leute, aua. Oh, Hauptschalter ausgemacht, alles klar. So, die Türen sind doch eigentlich entriegelt eigentlich. Da sind sie nicht gut. Achso, ja. Was haben wir doch eigentlich? Ah ne, wir müssen noch Benutzerweise schalten. Das ist schon immer. Alter, das knallt aber auch, ey. Fahrmotor, Lüfter, Luftkompressor. Wo ist denn die Tür? Das ist hier rechts. Öffnen, so, jetzt haben wir es geöffnet. Mal schnell das Fenster runter machen. Grüß dich erstmal. So, und dann müssen wir auch gleich auf entspannt Fahrt aufnehmen. Ey, ist die Performance gerade nicht ganz so geil. Alles klar. Ey, alles voll steht mit Zügen. Oh, hier können wir auch schon reingucken. Nicht nur mein Mikrofon, das wackelt hier so ein bisschen rum. Ja, müsst ihr euch mit abfinden. Ich hoffe, man versteht mich auch richtig. Oh, Jens. So. So, Türen verriegeln, machen wir mal schnell. Ah, ich kann mal nicht hinten. Haben wir mal gemacht. Alle verriegeln. So, dann müssen wir uns mal so erhöhen, die Leistung. Das ist interessant, das erkläre ich gleich mal. Darauf wie die ganzen. Boah, das Ding schiebt doch an. Achso, PCB noch einmal. So. Mach das Fenster mal zu. So, ich hoffe, ich kann noch fahren, weil ich habe lange kein Train Symbol mehr gezockt. Das ist interessant, das haben wir hier einen Fahrschalter. Da sehen wir einmal Fahrstufen auf und ab.
Dann beschleunigt man im Endeffekt. Ja, ist sie bei 143? Ich weiß es nicht. So, müsst euch so vorstellen. Und dann kann man aber auch einmal, da sehen wir hier die Symbol da. Das ist der Z-Zollsteller. Das ist dann im Prinzip eine Fahnenstation. Okay, wir fahren schon jetzt mit Fahrschalter, mit dem Z-Zollsteller. Oh, ist der Luft damit. Kurz mal leiser stellen, ey. Einstellungen, Ton. Ich mach's mal auf 50 einfach mal. Genau, da kann man halt beschleunigen, wie 946, wo man diesen Hebel zum Beispiel jetzt hat. Und hier haben wir auslaufen, halten, aufschalten. Ja. Ich bin eher Freund davon, das selber so zu machen. Man muss auch allerdings aufpassen, wenn man vom Gas geht, dass man dann auch wieder auf Null geht. Scheibenwischer. Dürfen wir 50 km/h fahren? Ja. Genau. So. Da sehen wir Bad Endorf in 14 Kilometern. Unser nächster Halt. Kann man noch fahren. Fahren ist nicht geil, ne? Fällt mir gerade tatsächlich noch nicht so. Boah, ich schieb doch gut an die Mauerhilfe. Jetzt sind wir vor uns besser. Haben wir gesehen, haben wir 80er. Tafel gehabt oder 8? Wie 80? Ich habe einfach oben mal diese Tabelle da angemacht, dass ich mal an die 80 km beginne. Genau. Ja, und wie ihr auch selber bestimmt gesehen habt, ist da kein Video reingekommen. Seit über ja, einem Monat jetzt auf jeden Fall. Ja, ich hätte nie so wirklich Lust gehabt, nicht ehrlich. Ja, ich habe mir gedacht, komm, machen wir jetzt mal einfach ein Trains of World. Let's Play. Weil warum nicht, ne? Und ja, genau. Ah, doch, Performance ist eigentlich noch dabei langsam. Mal auf schnell. Auslauf. Mal halten. Alter, die Geschwindigkeit ist auf 68. Genau. Ja, Wooferplan haben wir halt leider irgendwie immer noch nicht. Gucken wir mal, das endlich kommt. Hier ist die Performance wieder nicht ganz so geil. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach nochmal einstellen und gucken oder so. Schauen. Ach, schaltet der jetzt nicht auf? Ja, fahre ich halt hier mit dem Z-Zollsteller, passt das. Genau. Müssen wir jetzt hochfahren. Ja, ich würde sagen, wir fahren auch nur bis nach Bad Endorf. Es sind jetzt noch 12 Kilometer. Makrofon. Bei 111. So. Oh, ich bin mal gespannt, wie die Bremsen für den Ding sind. Das ist meine allererste Fahrt tatsächlich. Ich bin jetzt eben noch. Also, ich bin hier noch gar nicht gefahren. Das ist der Zug hier. Das war das Weiße da. Keine Ahnung. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Bremsen sind. Aber ich gehe mal voraus, die wird ganz gut bremsen eigentlich. 140 gebe ich. Schon cool auf jeden Fall, muss man mal so sagen. Oh, es wird gerade irgendwie heller. Genau, also das ist ein dämliches Mikrofon, da könntest du ja auch Strahlen berichten. Ja, wie gesagt, das neue da ist. Ich habe mir das von Logitech geholt. Wenn ich dann das Video damit mache, verlinke ich es einfach mal. Ja, genau.
Hat zwar seinen Preis, aber dafür lohnt sich es auch definitiv, ne, muss man mal so sagen. Ich verlinke es dann auch, wenn es da ist. Genau. Ich werde auch dazu meine Meinung mal abgeben, wie es so ist. Vielleicht mache ich auch ein kleines Extra-Video dafür. Genau. Herrlich. Jetzt funktioniert es. Ja, die schalte ein bisschen langsam auf. Hallo, ich will aufhalten. Hallo, hallo. Nicht weiter umschalten. Muss man aufpassen. Ich weiß, ich schalte jetzt. Ja, jetzt hat zuerst die Lücke. Geht auch ein bisschen bergab. Das war ein bisschen unweise zu schnell. Jetzt hätte es auch schon nächste Bezahlungsbremse eigentlich gegeben. Nicht, aber. Naja. Sag ich mal mit der Regelung, also dass man das hier so machen kann mit dem Z-Zollsteller. Ja, da haben sich auf jeden Fall schon was Gutes bei gedacht, muss man mal so sagen. Oh, hallo, was ist das zu fern? Ja, wir hätten jetzt eigentlich in Bad Endorf sein müssen, wie ich gerade sehe, 18:40 Uhr, wenn wir da sind, ist so ein straffer Zeitplan, ey. Juhu. Auswärtsfahrt, ich glaube nicht, würde es auch sein, wenn man den jetzt ausmacht. Der würde trotzdem weiterlaufen. Habe ich fast behaupten, warum schon nicht mehr hinter ihm sind. Ein bisschen mehr aufschalten. Ah, geht noch ein bisschen mehr auf, 0,2%. Was nicht viel ist. Noch ein bisschen ausrollen, ne? Können wir es mal auch gleich, denke ich mal. So. Muss ich mal entspannt reinrollen. Genau. Fahren aber sehr viele Güterzüge, ja, muss man mal so sagen. So, Einfahrsignal blinkt, Ankündigung 60 km/h. Bremsen wir mal runter. Auf 60.
Vorsignal, weil ich natürlich nicht ein Vorsignal. Genau. So. Auch total dumm eigentlich. Ja, also für Leute, die es nicht können, mit der PCB zu fahren, die würden jetzt hier mit 110 dann lang düben. Also das ist natürlich auch total bekloppt. Aber eigentlich können wir jetzt frei drücken, ja, können wir. Weil wir hatten ja kein gelbes Vorsignal. Also in dieser Richtung eine Straße darstellen. Gott. Oh, die Performance, das ist ja abartig. Das ist ja richtig. 21 FPS, ey. 27 ist zu hoch, aber weiß was da war. So. Alter. So. Da sind wir in Trauten. Bad Endorf. Das ist ein langer Bahnstrecke, ey. Aber ich glaube, wir fahren relativ lang Zug, wenn ich alles täusche. Ist der lang, der hört ja nicht auf, ey. Wir haben unsere Halttafel. Ich habe gar nicht geguckt, wie lange unser Zug ist. Können wir uns hier noch danach richten? Aber ich denke, was müsste so passen. Halten wir mal hier an. Ja, passt doch. Perfekt. Ja, da würde ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von dem Fahrzeug auch sehen wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss!